Herr Bundesminister Mahrer, Österreich wartet auf den neuen Mobilfunkstandard 5G, aber wozu brauchen wir den eigentlich? Nun, 5G als Nachfolgestandard von LTE ist tatsächlich ein großes Improvement, eine deutliche Verbesserung im Bereich der mobilen Kommunikation, Datenkommunikation. Das bedeutet zum Beispiel 90% weniger Energieverbrauch, wird uns ungefähr eine tausendfach höhere sozusagen Datenkapazität bringen. Das heißt, man sieht schon, wie gigantisch das ist. Ja. Deutlich veränderte Latenzzeiten, also sozusagen die Reaktionszeiten, braucht man zum Beispiel für flächendeckendes mobiles Fahren. Ohne dem wird es gar autonomes mobiles Fahren, ohne dem wird es gar nicht gehen. Das heißt, das ist unabdingbar, dass wir da ganz vorne mit dabei sind. Und würden wir unter den ersten drei Ländern in Europa sein, also ein Pilotland bei der Ausrollung, wie wir es für 3G schon waren, dann würden Österreich plus 30 bis 40 Milliarden mehr Bruttowertschöpfung bis 2025, 27 winken und plus 30 bis 40.000 hochbezahlte Top-Jobs im IT-Bereich, und das sollte man uns eigentlich nicht entgehen lassen. Was bringt 5G konkret für die Medienbranche? Also für die Medienbranche ist auch eine ganz andere sozusagen Datenperformance und natürlich viel mehr Interaktionsmöglichkeiten de facto über die Applikationen, die da entstehen. Wenn man dazu sagen muss, man darf da sozusagen die Performance-Seite nicht alleine sehen, sondern man muss damit in Verbindung auch sehen, die gesamten Anwendungen, die möglich sind. Und dort steckt wieder wahnsinnig viel in der vollkommen neuen Verwendung von Daten dahinter. Ich habe es am Panel vorhin gesagt, Predictive Analytics ist dort das Schlagwort als sozusagen Basis, als neues Fundament in der Art und Weise, wie ich Daten verwende, um sozusagen für Konsumenten vollkommen neue Services, vollkommen neue Informationen, aber auch vollkommen neue Interaktionsmöglichkeiten zu eröffnen. Und ich glaube, die Interaktion im Bewegtbild in Verbindung mit einer totalen Kompatibilität in vielen anderen Bereichen, das ist das Neue. Da wird in manchen Labors in Südkorea bei den großen Providern schon einiges ausprobiert. Ich glaube, da kommt auf die Medienbranche auch einiges zu. Gilt das dann auch für die Werbebranche? Es ist untrennbar damit verbunden. Wir sehen die Effekte von Predictive Analytics ja schon jetzt in der Werbung, ja, und sehen das auch schon jetzt sozusagen im Bereich der Social Media. Jetzt kann man sich aus dem heraus ein bisschen was ableiten, wenn das alles nur mehr in das sozusagen dauerhafte Bewegtbild umgewandelt wird. Ich glaube, da gibt es gigantische Entwicklungsmöglichkeiten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich bleibe immer bei dem Beispiel, was wir die letzten 20 Jahre gesehen haben, und da war immer wieder die Frage, ist Content King, ja? War der Gruß aus der Küche, das mehrgängige Hauptmenü, aber es ist kein dreigängiges, sondern ein 7, 8, 9, 10-gängiges Menü. Das kommt in dem Bereich die nächsten 7 bis 10 Jahre. Also wir können uns alle auf abenteuerliche Veränderungen einstellen. Breitbandausbau am Land, was haben davon die Medien? Breitbandausbau am Land, davon hat jeder etwas, weil es geht um eine schlichtwege Teilhabegerechtigkeitsfrage. Wenn ich nicht ein hochperformantes Netz in den ländlichen Bereichen habe, dann bin ich einfach nicht dabei, diese segensbringenden Anwendungen zu nutzen. Weder als Bürgerin und Bürger, als im unternehmerischen Bereich und natürlich daher logischerweise auch nicht als Medienkonsumentin oder Medienkonsument. Das heißt, ich brauche, um überhaupt diese Zielgruppen erreichen zu können oder umgekehrt, damit die Userinnen und User die Services nutzen können, ein hochperformantes Netz, egal wie die Basistechnologie dahinter aussieht, ob das ein hochperformantes Glasfasernetz ist oder ob ein hochperformantes 5G-Netz ist, aber wird auf alle Fälle ein hochperformantes Netz brauchen. Sie setzen sich auch stark für die Förderung von Startups ein. Sollten Medien mit Startups kooperieren oder lieber ihr eigenes Süppchen kochen? Also ich glaube, das kann man nicht generell beantworten. Wie immer im Leben gibt es die Varianten Make or Buy in der Geschäftswelt, das heißt selber machen oder zukaufen. Wir haben nur gesehen, dass je traditioneller ein Unternehmen aufgestellt ist oder je bürokratischer das funktioniert oder je konservativer die Innovationsstrukturen in Unternehmen sind, umso besser, und das weiß man sozusagen aus der Kreativwirtschaft heraus, umso besser ist es natürlich, Innovation von außen hereinzuholen. Möglicherweise ist unsere Welt zurzeit im Digitalbereich so disruptiv geworden, dass es ohne Hereinholen von Innovation gar nicht geht. Es war ja Mitte der 90er Jahre die Medienbranche eine der ersten beiden Branchen, die wirklich disruptiv verändert worden ist, neben der gesamten Finanzindustrie. Und vermutlich auch im nächsten großen Level, Stichwort Blockchain und so weiter, wird es wieder die Medienbranche sein, die Frontrunner ist. Entweder als Driving- or Enabling-Branche, also wirklich sozusagen etwas im Wegbereiterischen tun, oder halt, man sagt, von der Seite reingrätschen im Fußball oder es mit einem hineingegrätscht. Wenn man aber da vorne mit dabei sein will, wird es nicht gehen, ohne hochgradig neugierig sein, Innovationen im eigenen Unternehmen zuzulassen oder solche von außen mutig hereinzuholen. Das heißt, es ist keine Frage von, wie wir früher mal gedacht haben, entweder oder, sondern es wird viel mehr so ein verbindender sowohl als auch Ansatz sein. Ich verstehe das als so eine Art konkurrenzierende Kooperation, wie man das nennt. Das ist neu in der Denke, auch für ein Spitzenmanagement, auch für Innovationsverantwortliche in Betrieben und wird vor allem für die ganzen Datenschutzbeauftragten, die in einer sehr sozusagen datenschutzrigiden Welt herkommen. Jetzt spricht man davon von Data Exchange. Also man sieht, alles neu, Offenheit ist notwendig. Vielen Dank.